Willkommen zurück zu God Medicine. Ja, wir suchen immer noch den älteren Mann. Den ältesten, wie auch immer. Der könnte vielleicht wissen, wo dieser Turm sich befindet, wo der Prinz hingegangen ist. Ich schätze mal, er wohnt hier. Und das sieht auch sehr gut aus hier, ne? Mugunkau, speak up, Sonny. Oh, great. He can't hear us. Okay. Er kann uns nicht hören. Dann kommen wir mit ihm jetzt auch nicht weiter. Das hat mir jetzt weniger gebracht, als ich gedacht hätte. Okay. Gehen wir zurück in die Stadt, denke ich mal. Bashleys. Wir sind eh bald in der Stadt, ne? Können wir ruhig ein bisschen Magie benutzen, das ist kein Problem. Nice, wieder alle erwischt. Würden jetzt weniger Schaden bei denen? Ich habe das Gefühl, ja. Aber es kann ja auch sein, dass es ein Damage Range ist, ne? Das ist, wenn ein Low Roll war und kein High Roll. Ich frage mich sowieso, ob die hier Offensivzauber von ihr, ob die verschieden stark sind oder ob das einfach nur verschiedene Elemente sind. Auf Dauer, weil es ist ja schon so, dass nämlich nach der Regulierung dieses Spiels jeder Zauber ja immer nur eine Anwendung kostet. Das heißt, auch stärkere Zauber würden genauso viele Anwendungen kosten, wahrscheinlich, wie kleinere Zauber. Das heißt, ab einem gewissen Punkt wäre es klüger, immer die stärkeren zu machen, wenn es stärkere gibt. Moment. Wir rasten erstmal, weil warum nicht? Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Idee. Oh Gott. Ich habe mich schon gewundert, warum er so einen komischen Hut hat und warum das wahrscheinlich ein Megafon sein soll, ne? Wir brauchen den Hut vom König. Richtig? Weil wir dann hörbar werden für den älteren Mann. The thing I wear on my head? Since I bought this thing, well, I feel like my citizens are keeping their distance. So, if you want it, you may take it. You obtained an artifact. I knew it. It's a megaphone. Ja, siehst du, und damit müssen wir zum älteren Mann, okay. Gut. Da sieht man wieder gerade in älteren RPGs wichtig, mit allen zu sprechen. Hätte ich mit allen gesprochen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht darauf gekommen, dass es ein Megafon sein könnte. Aber es wurde ja ein bisschen gehintet, ne? Ist auch die Frage, ob die Gegner überhaupt Elementarschwächen haben, ne? Das war auf jeden Fall mehr Schaden als der Burn-Spell, aber ist es eine Low-High-Roll-Geschichte? Ist der Spell stärker? Der Crack-Spell? Oder sind die einfach schwächer gegen Eis? Ich sollte mal gucken in der hier... Ja, da steht nichts drin, glaube ich, darüber, ne? Wollen wir mal gucken. Wir haben mal dieses Datenblatt für Monster. Vielleicht steht da was darüber, ob die irgendwelche Schwächen haben. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht steht da irgendwas. So, Fire. Der Bär steht zum Beispiel. Nein. Also hier steht zumindest jetzt nichts davon, nur welche Attacken er drauf hat. Ja. Nö. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Kann natürlich trotzdem sein, dass sie mich versteckte Schwächen haben. Ne? Zum Beispiel, dass so ein Woodboy hier Schwäche Feuer hat und der Bärschi vielleicht ein bisschen mehr Eisschaden nimmt, weil es ein Art Dragon Boy ist oder so. Keine Ahnung. Oh, Charmy. Eine Pixie.
die ist bissig, okay. Aber kein großes Thema, okay. Wahrscheinlich einzeln kein Problem für uns. Ja. Gut. Ruhig zwischendurch heilen. Man weiß ja nicht, gleich kommt aus dem Eldern ein Monster raus oder sowas, ne? Ich hoffe nicht, aber. Hey! Mugunkawa, speak up, Sonny! Oh, great, he can't hear us. Muss ich das Item hier benutzen? Tatsächlich, okay. Green talked with the old man using the megaphone. Oh, yeah, I hear you. Muantawa? It's past a cave north of here. But there's some kind of trick to that cave. Deep in the cave, there's a plate. Up, up, down, down, left, right, BA. Das muss ich mir sicher merken, oder? Okay. Up, up, down, down. Das ist wie so ein alter Code, oder? Ein alter Game-Code. Für Cheatereien. Up, up, down, down. Left, right, BA. Up, up, down, down. Left, right, BA. Okay. That's the code. There's a small village through the cave. You will find more details when you get there. Okay. Das wäre klasse, nach Norden müssen. Das wäre der einzige, der noch da war. Aber ich vermute mal, wir wären jetzt ohne das Wissen da nicht durchgekommen, ne? Weil wir den Code nicht haben. Jetzt können wir gleich wieder beruhigt rasten gehen, also kein Problem. Und dann geht's durch die Cave. Ich hoffe, wir sind stark genug dafür. Ich habe jetzt nicht, wie es gefarmt oder so, aber wenn nicht muss, dann muss nicht, ne? Oh, geht zusammen. Also beim Bash, ich mach das auf jeden Fall ziemlich kontinuierlich mehr Schaden. Ich will jetzt einfach Crack benutzen. Ist wahrscheinlich ist eh der Eisspell und ich mag Eiszauber ehrlich gesagt lieber als Feuerzauber. Oh, she charmed the boys. Aha, okay, mies. Vor allem, wenn sie jetzt das früh in einem Kampf machen würde, ne? Dann muss Miri dann durchsetzen hier. Ah, woke up, okay. Ist wie ein Schlafsituation, alles klar. Nice Crit. Level 8 für Miri, schön. Dass die anderen beiden dürften auch nach Level 8 sein. Dann rasten wir nochmal, dann geht's auch zur Höhle. Up, up, down, down. Left, right, BA, AB. Ich könnte, glaube ich, am ehesten bei dem Left, Right falsch sein, ne? Aber am schlimmsten verkuche ich das nochmal nach. Up, up, down, down. Oder war down, down, up, up. Up, up, down, down, left, right, AB war es, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich da, wie gesagt. Vielleicht habe ich das schon falsch im Kopf. Wahrscheinlich habe ich alles zu falsch gemacht jetzt. Egal, ging schon hin. Oh.
Also, eine Höhle suchen wir. Im Norden. Ja, wenn er also eine Runde verschwendet, versucht jemanden einzuschläfern, das ist ja cool. Die anderen killen ihn dann, wir nehmen keinen Schaden. Das soll mir recht sein. Re-installate. Schön. So, hier ist die Höhle. Da hinten ist auch schon der Ausgang der Höhle. Drei Bashlets. Ich spare meine Magie mal auf, ne? Weil Höhle liegt vor uns. Kriege ich pro Runde einen von den Tod? Ja, das ist okay. Die können eh kaum noch was gegen uns. Wir sind schon mittlerweile wesentlich stärker als sie. So, cool. Nice. Und verfehlt. Nice. Damit ist die jetzt auch Level 8 und auch geheilt, was natürlich praktisch ist. Ich soll schon daran denken, dass ich in diesem Spiel jetzt halt saven kann und das auch nutzen. Ja. Hm. Gehen wir mal hier lang. Meerpott. Ich kann bestimmt irgendwelche Schadensveränderungen hervorrufen. Schlaf oder Gift oder sowas. Ich hoffe lieber Schlaf. Oh Gott, er kann Verbündete rufen, noch viel schlimmer. Aber normale Untote können nichts mehr. Nice, schöner Kritiki. So muss das. Schöner Crit, was ist heute los hier? Brauche ich wieder mein ganzes Glück auf heute, ne? Naja. Ah, aber die richtige Entscheidung ist die Truhe. 100 Kira. Gut. Money kann man gebrauchen, ne? Und Ashleys. No problem. Warum immer die Bärschließ? Danke für die Crits. So kommen wir schneller durch. Noch eine Truhe, die ich begehre. Bitte keine drei Bashleys. Danke. Lieber ein Plöttchen. Oh, der ist aber neu. Death Rock. Thank you.
nutze meinen Crack-Spell. Den Death Rock. Oh shit, okay. Der Pot muss immer der erste sterben, und zwar dringend, das ist ja übel. Über Schaden. Headbutt. Auf jeden Fall schon 19 HP, mindestens. Bisschen Heilung. Finish him. Das war eine gute Stange Erfahrungspunkte. Vielleicht haben wir das Glückstein nochmal ein Level hier. Das ist natürlich super. Unsere Ressourcen. Das Problem ist, der ist so schnell, der wird immer mindestens einen rufen. Trotzdem fokussieren wir alles, was wir haben, auf ihn drauf, weil der ist echt gefährlich. Wenn er Anis ruft, ist egal, aber diese Deathlocks zu rufen, das ist schon ein bisschen schmerzhafter. Nein! Okay, so ein Helmbug ist mir auch egal. Ja, die alten Dinger putzen. Wurde es der Helmbug 2 gewesen? Eine stärkere Version, die trotzdem keine Chance gegen uns hat, offensichtlicherweise. Hier müsste die Truhe sein, oder? Logisch gesehen. Nein! Ghetto Rock! Schmerzhaft. Ja, die Rockboys sind halt echt schmerzhaft. Was soll man sagen? Mit ihren Dickschädeln. Level 9 für Miri, schade. Mist, ich habe überlegt, ob ich mit ihr schon Heilzauber machen soll, bevor sie levelt, aber jetzt hat sie schon gelevelt. Benutzen wir mal Items, wir haben genug Herbst dabei. Ja. Ein Telepo. Und ein zweiter, das ist schon mal gut. Oder dritter? Habe ich einen zweiten schon gekauft? Ich glaube nicht, ne? Habe ich schon mal geredet, aber nicht gemacht. Okay, ich skippe den Fall ausnahmsweise mal. Mache ich nicht ganz so oft, aber bis gleich. Ja, ich kann die sich etwas hinziehen und kämpfen. Die drei Bär schießen das auch nicht mehr sehen. Also verschont euch mal. Zumindest ihr müsst es ja nicht unbedingt sehen. Mehr Heal Magic ist schon mal gut. Das heißt, ihr könnt das dreimal unseren Aura-Spell benutzen. Das sah erst aus wie eine Sackgasse, das ist so, what the fuck. Was ist das hier für Symbole? Oh Gott. Ich muss das gar nicht selber eingeben. Also an dem Controller, sondern ich muss es hier auf diesem künstlichen Controller eingeben. Also up, up, down. Down, left, right, left, right. Und dann waren A, B, ne? A. Das war falsch. Nee, war nicht falsch. Okay. Ich hab's noch gewusst. Ich hab's noch gewusst. Cool. Coole Idee. Das Spiel nimmt generell so ein bisschen Games an sich so auf die Schippe, ne? Das merkt man schon in manchen Szenen, in manchen Questbereichen und Aussagen, die getroffen werden. Und das war ein nettes kleines Feature hier, ehrlich gesagt. Okay, cool. Ja, was ich übrigens auch jetzt eben loben möchte, gerade für so ein altes Spiel, wie ihr merkt,
war in diesem Rätselraum kein Feind. Ich hasse, dass er mein Rätsel machen muss, wo man hin und her rennen muss. Und dann greifen einen noch Feinde zwischendurch an. Das ist so annoying. Vielleicht haben sie es hier zwangsmäßig gemacht, weil es nicht mit der Limitation möglich gewesen wäre, die Eingaben zu speichern zwischen den Kämpfen. Aber mir egal. Hauptsache, man muss nicht kämpfen, während man Rätsel löst. Weil das ist so annoying. So, wir haben es geschafft. Durch die Höhle durch. Soll irgendwo eine Stadt sein? Was hatten wir gehört? Ja, hier. Da ist eine kleine Town. Aber auch ein paar Bösewichte. Der alte Killer-Pinocchio wieder. Und wenn wir eine Stadt haben, können wir auch zaubern, ne? Hör noch! Nice. Ich würde sagen, bevor wir die Stadt betreten und uns diesen neuen Ort angucken, beenden wir die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit God Medicine. Bye bye.